Nachrichtendienst mit krampfhafter Argumentation. Wie der Verfassungsschutz aus kritischen Bürgern Staatsfeinde macht. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat jüngst einen Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und Corona-Leugnern herausgegeben. Damit prescht der Nachrichtendienst des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes mit einer möglichen Argumentation vor, wie man künftig kritische Bürger zu Staatsfeinden machen kann. Und damit einen weiteren Hebel hat, Kritik am Regierungshandeln zu stigmatisieren, auszugrenzen und gegebenenfalls sogar zu kriminalisieren. Beitrag weiterlesen bei Wochenblick. Jan Masalek. Wirecard, spannende Spur. Die Wirecard-Fahndung und Aufklärung ist noch immer nicht abgeschlossen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz müsse sich teils vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages fürchten, hofften Kritiker. Doch entscheidende Hinweise auf den Grund und die Hintergründe für den Wirecard-Skandal fehlen noch immer. Der Hauptverdächtige, Jan Masalek, früher Wirecard-Manager, ist verschwunden. Bislang jedenfalls. Spur offenbar in Moskau. So solle es eine Spur in Moskau geben, heißt es. Der Bundesnachrichtendienst BND unterstelle nun, dass Masalek sich in Moskau aufhält. Der Dienst behauptete gegenüber der Welt, dafür entsprechende und vor allem plausibel Hinweise zu haben. Beitrag weiterlesen bei Neue Presse. Wie brutale Frauenmorde versteckt werden sollen. Als unsere gratis mutige Nationalelf, die nur noch die Mannschaft heißen soll, heute vor dem Spiel gegen England auf die Knie ging, tat sie das nicht, um der drei brutal aus dem Hinterhalt ermordeten und der noch mehr verletzten Frauen zu gedenken, sondern an den tragischen Tod eines Kriminellen zu erinnern, der vor über einem Jahr in den USA stattfand und für den der Täter bereits rechtskräftig verurteilt ist. Diese Geste hatte in Anbetracht der Würzburger Messermorde etwas nahezu Obszönes, denn man wird das Gefühl nicht los, dass vor allem eins bewirkt werden sollte, die Fußballfans von den aktuellen Morden abzulenken. An diesem Gefühl ändert sich auch nichts, wenn man weiß, dass hier nur dem Vorbild der Engländer gefolgt wurde. Denn die Frage bleibt, warum gerade jetzt und warum wurde kein Zeichen gegen die Ermordung unschuldiger Frauen gesetzt? Beitrag weiterlesen bei Vera Lengsfeld. Ausgewählt und zusammengefasst von Hannes. Alle Quellen im Textbeitrag. Nicht vergessen. Liken, teilen und abonnieren. Danke.